Und mein Herz, willkommen YouTube wieder bei uns. Mein Name ist Dr. Jackson und willkommen zu meinem neuen League of Legends Live Commentary. Ja, richtig gehört, ich habe die Julia mit am Start. Gell, Julia? Hi. Ja, die Julia ist auch mit am Start. Und ich habe mir gedacht, in der letzten Zeit, dass so viel Ernstes. Okay, ernst zu nehmen, das war es jetzt wirklich nicht. Aber es war ein Guide oder ein Troll-Vimeter. Okay, das ist auch lustig. Aber ich habe gedacht, ich mache jetzt hier mal ein ganz normales Commentary. Also, ihr müsst jetzt nicht wirklich so stark auf das Gameplay achten, sondern eher auf meine Wohlfühlstimme, meine hocherotische Stimme müsst ihr jetzt eigentlich nur achten. Nee, Quatsch. Also ich werde in diesem Commentary hier gemeinsam mit Julia, ich weiß gar nicht, was. Ich bin Jungler, oder? Ja. Moment. Wenn ich richtig gesehen habe, hast du Smite mitgenommen. Ja, richtig. Was skill ich? Was skill ich? Ja, hier Damage. Du hast schon Besuch beim Blue. Ich hab Besuch beim Blue. Da oh nö. Geh mal zu deren Blue. Was ist das hier, dass ich so einen Crit mache? Du, ich hab Pantheon in meinem Leben noch nicht einmal gespielt. Oh, die machen gar nicht mehr im Blue. Machen die mal im Blue? Keine Ahnung. Die immer in Blue machen. Wir laufen jetzt alle einfach mal quer durch die Map und schauen, was passiert. Ach, mein Blue gar nicht. Okay, dann kann ich ja wieder runter so. Zum ADC. Ja, danke für die Hilfe. Du hast da eigentlich eine Top und eine Mitte. Was machen die denn? Ja, ist klar. Ich komm. Oh, nö. Hier ist eine Vayne. Ja, super geil. Das sagt jetzt richtig für mich. Ja, super geil. Ich habe schon 2 Heal-Pötte verbraucht. Kannst du mir hier helfen? Ja. Oh, das war die falsche Taste. So. Also. In diesem Commentary werde ich euch ein paar peinliche Stories aus meiner Kindheit erzählen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich werde mich jetzt hier mal wieder ein bisschen zum Affen machen. Das habt ihr natürlich gerne. Und dann wollen wir mal hoffen, dass ihr das genauso lustig findet wie ich. Also immer so zwischendurch so eine kleine Kindheitsstory versuche ich euch hier mitzugeben. Also ich fange meinem jungen Alter an. Es war, als ich glaube, 6 war, 6, 7. Da war das so. Ich war bei einem Geburtstag von einem Mädchen eingeladen. Oh. So, ja. Mädchen waren natürlich total abartig und ekelhaft. Das Alter kennen wir alle. Und ja, dann war das so. Das war so ein Hüpfburg-Paradies. So, und ich musste übel pinkeln. Aber wirklich übel. So, und wie das für Kinder ist, die sind auf einer Hüpfburg und haben so viel Spaß, dass sie gar nicht pinkeln gehen wollen. Oh nein. Ja, oh doch. Du ahnst es jetzt schon. Und, ja, dann bin ich einfach nicht auf Klo gegangen, bis ich mir dann einfach mächtig, deftig, würzig, gut in die Hose gemacht habe. Ja, es war ziemlich amüsant, weil ich hatte natürlich keine Ersatzhose bei. Ja, wir gehen schon davon aus, dass ein 6-jähriges Kind sich auf der Hüpfburg in die Hose macht. Natürlich keiner. Oh Mann, will er mich jetzt hier verarschen? Ja, super. Ja, hier unten läuft. Was soll ich denn da machen? Pff. Dummer Junge. So. Und wie es der Zufall dann natürlich will, hatte das Geburtstagskind noch eine Ersatzhose bei. Das Geburtstagskind war aber ein Mädchen. Und dann durfte der süße Chris mit einer Mädchenjeans, die ihm viel zu eng war und wahrscheinlich alles abgeschnürt hat, was irgendwie in die Reichweite meiner Nudel gekommen ist, wurde dann einfach abgeschnürt. Keine Ahnung, ich hatte natürlich so viel Spaß weiterhin auf der Hüpfburg, aber es war natürlich ein bisschen peinlich. Ein bisschen. Gibt's davon ein Bild? Nein, Bilder gibt's dazu davon hoffentlich mal nicht. Schade.
Ja, ich weiß, es ist sehr traurig, aber ich bin eher froh darüber. So. Das war so die erste Story. Also mit 6 Jahren ordentlich blamiert. Die zweite, ich war als kleines Kind immer sehr unfallgefährdet. Also, ich hatte hier keine Ahnung, ich habe mich mit einem Kind auf der Tischkante angeschlagen, musste ins Krankenhaus. Also ich war damals sehr oft im Krankenhaus. Dann habe ich zum Beispiel, als kleines Kind, ja, ich war sehr jung, meine Haut war noch nicht voll ausentwickelt, also sie war noch sehr angreifbar, würde ich jetzt mal so sagen. Und du fielst schon wieder auf der Botlane. Doch nicht. Ich brauch Level 4 für den Shit. Ich bin übelst behind, ey, weil ich die ganze Zeit meine sicken Stories erkläre. Ja. So. Wie gesagt, ich war ziemlich unfallgefährdet. So, und dann bin ich eines Tages vom Klettergerüst gesprungen in der 3. Klasse. Und hab mir einen ziemlich komplizierten Bruch zugezogen. Das war damals ein Trümmerbruch, so hieß es. Und dieser Trümmerbruch. Oh, zu langsam. Und dieser Trümmerbruch, das heißt, Elle und Speiche. Also wenn ihr jetzt mal euren linken Arm hebt, ihr macht das jetzt einfach mal mit mir. Ihr hebt euren linken Arm und streckt den geradewegs von euch weg. Dann gibt es den Musikantenknochen. Kennt ihr den, wenn ihr den irgendwo anschlagt und das ganz doll wehtut? Ja? Den meine ich. So, wie kann ich jetzt hier mein Skill machen? So. Und wenn ihr dann von eurer rechten Hand den... Oh, kann er ja so mal aufhören zu fliehen? Von der rechten Hand jetzt mal euren Arm streckt und den jetzt unter euren linken Arm tut. Also da, wo der Musikantenknochen ist, der gestreckt ist. So, ich stehe jetzt gerade, weil ihr gerade zuhören müsst. So, und wenn ihr jetzt da eure Hand drauf legt, dann merkt ihr, da ist ein Widerstand. Ihr könnt euren Arm nicht weiter strecken als so. So, und jetzt stellt mal vor... Oh Mann, ey. Was soll die Scheiße? Komm zu mir runter, komm zu mir. Ja, keine Ahnung. Ich bin eh ein schlechter Pantheon. Mir geht's jetzt gerade ums Kommentar und nicht um, wie ich hier spiele. Das ist ja Latte Macchiato. Oh, du bist es. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt euren linken Arm streckt, euren rechten Arm da drunter tut, ihr merkt, da ist so ein kleiner Widerstand. Also ihr könnt ihn nicht weiter strecken. Und jetzt stellt euch vor, ihr macht es trotzdem. Und er bricht einfach hinaus. Das heißt, Elle und Speiche treffen sich an dem Punkt. Und wenn Elle und Speiche so getrümmert werden, dass sie in 1000 Einzelteile zerfliegen, dann ist das ein komplizierter Bruch. Namens Trümmerbruch. Der ist mir damals übrigens so zustande gekommen... Um erst zur lustigen Geschichte zu kommen, muss ich natürlich erstmal weitererzählen. Der ist so zustande gekommen, dass ich vom Klettergerüst gesprungen bin, wie Jesus. Also das heißt, ihr streckt beide Arme von eurem Körper weg. Oh, ich kann jetzt dann. Von eurem Körper wegstrecken. Und dann springt ihr nach unten, wie Jesus, beide Arme, so als würdet ihr ein Kreuz genagelt, von euch weg. Und dann... richtig schön auf jemanden, der unten steht. Auf seinen Kopf. Das heißt, der Arm bricht komplett hinaus. Ihr habt höllische Schmerzen. Ihr weint aber nicht. Ich habe in dem Fall nicht geweint. So. Sagen sie alle. Nee, ich hab wirklich nicht geweint. Bis dann der Notarzt kam. Ich dann kreidebleich an der Wand. Also kreidebleich wie die Wand. Notarzt kam und fragte mich... Ah, nee. Er hat erstmal gefragt, ja, geht's dir gut und so. Ich so, ja, ich habe ein paar Schmerzen. Ich würde jetzt mich nach Hause ein bisschen hinlegen, ein bisschen Cola trinken und dann wird das wieder. Das habe ich ihm versucht zu erklären und das habe ich auch geglaubt, dass passiert. Weil ich war vorher noch nie irgendwie bruchmäßig belangt worden und hatte somit, ja, eigentlich, was das angeht, immer Glück. So, jetzt komm, mal volle Karacho. Oh, jetzt spiel ich hier... Oh, du bist es irgendwie. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Ach, der ist unsichtbar gewesen. Oh, super. Du bist es. Ganz gut gemacht, Luschen. Also, wir spielen hier mit... Pros. Vor allem, der ist leider genau...
gerade in mich reingeflasht, wo ich ihn schielen wollte. Oder habe ich halt ja. geschieldet. Würde mich ärgern. Also, um nochmal zurückzukommen. Ich wusste nichts von Krankenhaus. Ich wusste nichts von Operationen, Narkose und was. Das war alles Neuland für mich. Und dann hat der Notarzt sich einen Scherz gemacht. Ich hatte ein langärmliches T-Shirt an. War kreidebleich und dann kommt der, schüttelt seinen Kopf richtig dreist und sagt so, der muss ab. Ich so, was, die wollen mir jetzt den Arm abschneiden, das können die doch nicht machen. Übelst in die Hose geschissen. Man hat meinen Arm gar nicht gesehen, er hat einfach gesagt, der muss ab. Ich denke mir so, scheiße, was passiert jetzt mit mir? Bin dann aber auf die Idee gekommen, dass er mich verarscht, weil er gelacht hat. Und dann so, nee, ich hab nur einen Spaß erlaubt, ich meine dein Ärmel. Und dann hat er mir einfach mein Lieblings-T-Shirt kaputt geschnitten. Das war mein Lieblings-T-Shirt. Er hat es einfach kaputt geschnitten. Und dann habe ich natürlich angefangen zu heulen, weil ich gedacht habe, der schneidet mir jetzt den Arm ab. Ja. So bin ich dann heulend ins Krankenhaus gefahren, weil ich gedacht habe, die schneiden mir jetzt den Arm ab. Bin dann im Krankenhaus angekommen, wurde dann direkt operiert, hab dann meinen Schlummertrunk bekommen. Also bevor ihr operiert werdet, bekommt ihr immer so ein kleines Vornarkosemittel, damit ihr schön fliegen geht. Meine Fresse, kann der auch anders hier? Also der Duschen ist irgendwie ein bisschen übermütig. Irgendwie ist hier... So, ich muss erstmal beten. Ah, war der mächtige Crit des Todes. Mein erster Kill. Wow. Boah, die kriegt jetzt so in die Fresse hier. Bam! Keine Chance. So, ich dann im Krankenhaus angekommen und wie gesagt, ihr kriegt dann immer so einen Schlummerdruck vorweg. Das heißt, bevor die Narkose beginnt, halt erstmal, ne? Schön fliegen gehen. Ich habe mich so krass dagegen gewehrt, dass der nichts bei mir gebracht hat. Und ich dann natürlich die Vollnarkose bekommen habe, bevor ich überhaupt erstmal einschlafe, weil ich habe gedacht, die schneiden mir den Arm ab. Und versucht dann mal einzuschlafen. So, ja, der Doktor hat ja gerade gesagt, ich schneide jetzt den Arm ab und ich wünsche dir gute Träume. Okay, den kriege ich nicht mehr. Ja, so, guck gar nicht auf die Karte, dass da ein Braum hochgelaufen ist. Ich zeig's ihm mal. Siehste. Alles gut. Wobei kommt. Lotion. Okay, Y kommt jetzt. Ach du Scheiße. Oh, wie dumm war das denn? So. Was kann ich noch erzählen? So, Schwank aus meinen Geschichten. Damit ihr euch so ein bisschen zurücklehnen könnt, ne, das Commentary genießen, meiner Wohlfühlstimme lauschen könnt. Also, was gibt's denn noch so Lustiges? Lasst mich mal drüber nachdenken. Weil eigentlich habe ich gedacht, ich mache mal zwischendurch ein bisschen Pause und mache ein bisschen Commentary hier und dann ein paar lustige Storys zwischendurch. Aber anscheinend muss ich jetzt durchgehend mich zum Deppen machen. So sieht's so, darauf wird's wahrscheinlich hinauslaufen. Ja. Kann ich mich besser konzentrieren. Oh nein. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Bist du gerade da reingesprungen? Ja. Ja. Ich hätte wahrscheinlich nach oben jumpen sollen. Ja, egal. Gemacht, hab ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube, ich gehe mal mit. Du wirst wahrscheinlich mehr ausrichten als ich. Ja. Weil ich bin der Pro-Pantheon-Jungler EO West. Mit. Wo rennt ihr so hin? Tons of Damage. Ja, so. Da ist ein Braum. Hi. Ah. Ja, ganz großes Kino. Ja, so muss das sein, ne? Mut klatschen. Du musst aufpassen, der Braum, der kann den Let It Whip, den Beyblade. Habe ich im letzten Commentary oft genug erwähnt. Mhm. Sollte man nicht vergessen. Oh, oh. Oh nein, jetzt habe ich keine Ulti mehr. Ja, der ist eh tot. Was sollen der da bitte schön machen? Gut, dass ich so ein Profi-Jungler bin und jetzt
für den optimalen Gank sorge. Boah, wat, jetzt kommen die Dodges. Ha, ha, ha. Spasti. Oh, oh. Was ist mit ihr kaputt? Ja, komm. Darf ich mich irgendwann auch nochmal bewegen oder so? Au. Wie viel Schaden? Ja, es ist egal, ob das ein Lose wird oder ob das ein Win wird. Mir geht es eigentlich nur um das Commentary. Das habe ich von Anfang an gesagt. Und jetzt muss ich noch was finden, um mich zum Deppen zu machen. Weil das ist wichtig. Ja. Damit meine Abonnenten was haben, um mich auszulachen. Dass du so ein Pro-Jungler bist, reicht nicht. Ja, das ist lächerlich. Das ist nicht... Was zum Lachen, das ist traurig. Das ist ein Unterschied. Musst du wissen. Also ich bin trotzdem... Oh nein, er ist so tot. Die könnte ich sogar noch kriegen, glaube ich. Ja, oder du. Was? Warum ist denn mein Ulti abgebrochen? Ich weiß nicht. Was ein Kackspiel. Aber es geht ja hier nicht. Was ein Kackspiel. Ne, ich will nicht mehr. Leck mir doch die Eier, ey. Oh Gott. So. Also. Das ist mein. Das ist echt mein First Time Pantheon. Ja, aber es geht hier nicht ums Gameplay, Chris. Nee, mir geht's. Ich habe jetzt noch 4 Minuten, weil dann ist es wahrscheinlich surrendered, um mich hier zum Deppen zu machen. Also, worüber können wir reden? Kindergarten war nicht lustig. Also, da gibt's einen anderen. Aber ich will jetzt nicht das Leben von anderen hier zerstören. So. Was hat er gerade hier eingesetzt? Ja, dann glaube ich, komm, wir tun so, ob wir den Red. Was ist mit dem jetzt kaputt? Soll ich mal den Red holen? Hups. Hoppla. Das war ganz aus Versehen. Kann ich jetzt weg? Oder ist eine Wahl? Kriege ich die? Warte, ich versuche jetzt mal. Ich glaube nicht so. In irgendeiner Form die Ulti einzusetzen. Komm, Chris, du bist es. Boah, ich bin's. Ja. Ich bin's doch nicht. Wo ist die Vayne? Oh, die macht mich auch alle. Komm, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Fast. Aua? War ich irgendwie 10 Minuten lang gestunt oder so? Ja. Best Flash EOS, würde ich sagen. Ja. Und jetzt kommt das Exhaust. Besser dodgen wir den Shit. Die macht dich noch. Nee. Du bist so ein Noob. Ja, wenn mein Lucian so langsam ist. Ey. Ja, das hat. Diese Story habe ich auch in den Trollstars erzählt. Aber ich weiß nicht, für die es nicht gesehen haben. Ja. Passiert auch zum Thema League of Legends. Also für die das schon kennen, es tut mir leid, aber ich erzähle es jetzt einfach nochmal denen, die das noch nicht mitbekommen haben. Also, ich war jung, naiv und brauchte das Geld und bin dann in meinem Eifer mit einem Kumpel in den Wald gegangen. Vor unserem Haus ist so ein ganz kleines Stück Wald. Was heißt, also klein ist es nicht, aber es ist vorhanden. So, und dieses Waldstück ist unter Naturschutzgebiet. Das heißt, man darf da nichts kaputt machen, man darf da nicht mit einem Auto reinfahren. Man darf da eigentlich nur brav sein. Oh, der kriegt jetzt auf den Sack. Oh, und Killstil. Und da kommt der Nächste. Der will auch noch auf den Sack. Der weiß gar nicht, wie es ihm geht. Oh. Und Killstil. Ah, doch nicht. Ja, und wie gesagt, dieses Waldgebiet wurde neu bepflanzt. Das heißt, da wurden neue Bäume eingepflanzt. Tannen waren es, soweit ich mich entsinne. Das habe ich im letzten Kommentar auch gesagt, aber ich bin mir fast sicher, dass es Tannen waren. So. Und dann wurden da die neuen Tannen, die ganz jungen Tannen, die waren ganz klein, von mir und einem Kumpel rausgerissen. Weil wir gedacht haben, wir retten damit die Natur.
wir haben gedacht, das wäre Unkraut oder was weiß ich. Natürlich kann man Tannen von Unkraut unterscheiden, aber ich war jung und naiv. Also habe ich das nicht gemacht. Nein, wir geben jetzt noch nicht auf, weil mein Commentary geht ja noch weiter. Wir halten hier durch bis zum Ende. Oh, wo ist die Vayne? Ich sehe aber auch nicht. Ach du Scheiße. Ach, was passiert denn hier mit mir? Oh, ich hätte auf Ja drücken müssen, aber ich wollte meine Story noch erzählen. So, und wir waren dann da und haben wild junge, neue, frisch gepflanzte Tannen rausgerissen. Bis dann auf einmal die Nachbarn kamen und die Polizei gerufen haben. Dann standen wir doof da. Wir durften jeder einzelne, oder unsere Eltern, weil die dafür natürlich gehaftet haben, wir waren natürlich noch minderjährig. Ah, das ist so ein Vorteil, unter 14 Jahre alt zu sein. Und wir durften dann jede einzelne Tanne neu bezahlen, die wir rausgerissen haben. Und wir haben gedacht, wir helfen natürlich der Natur, hier ein bisschen Unkraut wegmachen. Ja. Satz mit X, das war wohl nichts. Also das nächste Mal können wir aufgeben, weil jetzt habe ich meine Story erzählt. Ich gebe. Also wie gesagt, wenn ihr in ein Naturschutzgebiet geht, versucht bitte nicht. Mann, will die mich verarschen? Ja, ich explodiere hier die ganze Zeit nur. Aua. War nicht mal der ja so stirbt, was ist hier denn los? Ja, super Flash. Und jetzt stirbt der andere doch nicht. Ja, wie gesagt, das war natürlich ein unvorstellbares Gameplay, was ihr hier zu sehen bekommen habt. Das geht noch. Ihr müsst wissen. Ihr müsst wissen, ich war bis 23 Uhr arbeiten. An einem Freitag. Jetzt kommen die Ausreden. Und da habe ich es leider nicht geschafft, eine geheime Aufnahme oder so zu machen, weil natürlich. Mann, der lutscht mir doch nicht die Eier, Vayne, ey. Ja. No. Oh nein, ich will das nicht. Oh, das hat super geklappt. Ja. Ha, Kitzi. Das ist begonnen. Ah, das war die beste Ulti EU West, glaube ich. Ja. 1-10 mache ich? Ich glaube nicht so. Aber versuch's mal. Boah, ich mach den. Muss ich nur dodgen, sonst bin ich tot. Gut gedodged. Hier, kriegst du nochmal einen davon. Ah, Killsteal. Doch nicht. Das musst du aber noch üben. Schade. Ah, ich bin in Sachen Killsteal nicht so der Boss. Ach, Lucian ist einfach AFK. Also wie gesagt, ab morgen habe ich wieder mehr Zeit für das Commentary. Weil das ist Samstag. Ich muss Samstag auch arbeiten. Aber da werde ich mir, ne, für früh was Ordentliches einfallen lassen, ne? Ja, du machst alles. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen stärker als du. Ist gefeedet, steht 3-5. Komm, drauf. Oh. Fessel den. Wollte ich gerade, ist er weggesprungen. Aua. Oh, du bist so schlecht. Den kriege ich noch. Ich fange an. Ghostbusters! In a something strange! In the neighborhood! Oh mein Gott! Och, komm, schnell auf Ja drücken, ich will das überleben! Komm! Nein! Ah, überlebt. Damn! Also wie gesagt, morgen gibt's wieder was Normales. Heute mal ein Schwank aus meiner Jugend. Ich hoffe, euch haben die Storys dann auch ein bisschen ins Schmunzeln gebracht. Also wie gesagt, wenn ihr auf Toilette müsst, dann geht. Pflückt keine Bäume aus dem Wald hinaus. Und wenn ihr euch was gebrochen habt, traut niemals eurem Arzt. Ich verabschiede mich und überlasse euch dem Outro. Hört da rein. Ciao. Shave it.